herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe, mal in anderer Besetzung. Herr Lange ist Kameramann, Herr Schon ist mein Partner. Aus dem Backup. Genau, Herr Lange ist schon auch noch dabei. Was haben wir uns für diese Woche überlegt? Ein Kessel Buntes, oder? Ja, genau. Ja, weil es gibt so ein paar Sachen einfach, die wir kurz reinbringen wollen und jedes davon könnte ein Thema sein für einen ganzen Artikel, aber heute bringen wir es einfach mal rein und dann können Sie uns ja auch Feedback geben, was wir als nächstes mal und ob überhaupt wir als nächstes ein Thema davon nehmen sollen. So, Herr Schon, was haben wir auf der Agenda? Einmal haben wir die neue Druckgeräte-Richtlinie auf der Agenda. Dann wollten wir über den Insolvenzantrag von Anjin sprechen. Ja, brandneu. Richtig. Dann noch über Materialqualität. Genau. Und ja, dann haben wir noch die geplante Reform des Emissionshandels. Richtig. Emissionspapier. Okay, ja. Erzählen Sie doch ruhig mal erst mit Hanjin. Das ist ja wirklich, haben wir gestern erst mitbekommen, ne? Ja, genau. Vorgestern hat Hanjin bekannt gegeben, dass sie insolvent sind und einen Insolvenzantrag gestellt. Das führt nun dazu, dass natürlich keiner mehr gerne mit Hanjin Geschäfte machen möchte, aus Angst, kein Geld zu kriegen. Das führt zum Beispiel dazu, dass die Schiffe von Hanjin nicht mehr in die Häfen einfahren dürfen. Und damit logischerweise auch die Container nicht entladen werden. Zum Glück haben wir keinerlei Container auf Hanjin Glück gehabt. Ja, das Ganze wird sicherlich einiges Geld und Zeit kosten für diejenigen, die davon betroffen sind. Genau, und uns zum Glück ja auch nicht. Und von daher können Sie ganz beruhigt sein, Ihre Sendungen sind alle prima unterwegs. Gut, dann zur neuen PED. Das haben wir ja jetzt seit... Überhaupt, wie heißt sie denn? Ich habe mich noch gar nicht richtig dran gewöhnt. Haben Sie das schon richtig auf dem Schirm? 2014/68 EU. Ja, was ist neu, was ist gleich geblieben? Das ist so ein bisschen mehr eine technische Reform irgendwie. Also Technik im Sinne von Anpassung an geltende europäische Normen, aber so richtig was Neues ist nicht gekommen. 2-3 Sachen. Ja, also soweit ich das beurteilen kann, ist es hauptsächlich eine redaktionelle Änderung. Genau. Sodass die Wortwahl an andere EU-Vorschriften angepasst wird. Ja, genau. Unser Buddy weint leider. Das muss ich direkt mal eben zeigen. Der ist nämlich krank und der darf dann auch mal weinen. Gute Besserung, Buddy. So, ja genau. Also was haben wir? Das heißt jetzt irgendwie, man hat eine EU-Konformitätsprüfung statt vorher einer EG. Dann hat man eine Risikobeurteilung statt einer... man hat jetzt eine Gefahrenbeurteilung anstatt der Risiko oder genau? Ich glaube, Risikobewertung anstatt Gefahrenbeurteilung. Genau. Wobei das insofern ein Problem ist oder sein werden kann, dass der Begriff Risiko rechtlich anders belegt ist als Gefahr. Das ist eine deutlich, wenn das tatsächlich im juristischen Sinne gewertet werden sollte, dann führt das zu deutlich umfangreicheren Prüfungen, die die Produzenten der Druckgeräte teilweise gar nicht einschätzen können. Genau. Weil diese nicht zu 100% sagen können, wo ihre Druckgeräte eingesetzt werden. Exakt, in der Tat. Also es ist irgendwie, wie so oft, ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Man erwartet aber, dass in den nächsten Jahren schon noch eine wirklich umfassende Reform kommt. Alte CRT, also die 3.1, die Sie von uns bekommen, ändern sich im Moment aktuell noch nicht, denn solange die Hersteller noch nicht nach der neuen Norm auditiert worden sind, behalten alle alten Sachen, die alten Zertifikate, die Gültigkeit und dementsprechend müssen die 3.1-Atteste auch so ausgestellt sein. Ändert sich also auch nichts, aber im Laufe der Zeit werden wir dann nach der neuen Norm auch Zertifikate mal zwischen die Finger bekommen. Was hatten wir noch? Ja, Emissionsrechtehandel, ne? Das ist ja so ein Plan, so eine Reformplan der EU-Kommission. Ja. Haben Sie, also wir haben uns am Rande mit beschäftigt, haben Sie da so eine erste Idee zu, gut oder schlecht? Es gibt wie bei allem zwei Perspektiven. Die stahlproduzierende Industrie sagt natürlich,
dadurch, dass jetzt weniger Emissionsrechte ausgegeben werden. Derzeit ist es ja so, dass die Stahlindustrie gratis CO2-Zertifikate bekommt, zu großen Teilen. Und in Zukunft soll das verringert nach Plan der EU verringert werden. Ich glaube, um 2% weniger der CO2-Emissionen werden als Gratis-Zertifikate ausgegeben pro Jahr, was dazu dann führt, dass deutlich weniger ausgegeben werden, da das einen relativ großen Anteil an Kosten für die stahlproduzierende Gewerbe ausmacht. Befürchten diese natürlich, dass dies dazu führt, dass Stahlwerke hier in Europa dicht machen und dann zu anderen Ländern wie zum Beispiel China auswandern und wo deutlich niedrigere Umweltstandards herrschen. Genau. Es gibt aber natürlich auch Umweltorganisationen, die sagen, die stahlproduzierende Industrie versorgt sich derzeit auch schon mit Gratiszertifikaten, weil zum Beispiel es wohl die Möglichkeit gibt, ausländische CO2-Zertifikate in Europa zum gleichen Wert einzutragen, und im Ausland sind die teilweise deutlich günstiger. Ja, das ist eine schwierige Sache. Die Industrie macht sich jedenfalls große Sorgen, und so Prognosen befürchten Arbeitsplatzverlust von 30% und Umweltaktivisten befürchten eben auch, dass das wirklich sich alles verlagert und dann deutlich mehr Emissionen ausgestoßen werden. Muss man beobachten, wie sich das entwickelt. So, was haben wir noch? Ah ja, last but not least, wir beobachten Besorgniserregendes. Eigentlich ist es hier in den letzten Jahren ganz gut hingekommen, dass der Qualitätsgedanke wirklich hochgehalten wurde beim benutzten Vormaterial. Sie kennen das alle, das Problem, vor 5 Jahren noch gab es immer mal wieder irgendeine Riesenreklamation geplatzt, wo dann die Hersteller wirklich einfach minderwertiges Material genommen hatten. Eins unserer Lieblingsthemen überhaupt. Ja, das ist eigentlich jetzt nicht mehr so das Thema gewesen. Die Qualität ist gestiegen, materialseitig. Ja, aber jetzt haben wir so das Gefühl, dass das irgendwie da einfach durch die schlechte Marktlage auf China-Seite diese Politik, sagen wir mal, oder diese Geschäftspraktik wieder vermehrt gefahren wird, oder? Wie ist Ihre Erfahrung da? Ja, also wir wurden von mehreren potenziellen Herstellern, niemanden, bei dem wir Aufträge platziert haben, aber trotzdem angesprochen, ob wir nicht C228-8 bzw. P250-GH-Material ohne Aluminium stellen wollen, weil andere Werke das ja auch nutzen, und ich sag mal, das übliche Argument, andere machen es ja auch. Ja. Wie weit das stimmt, kann ich so jetzt nicht beurteilen, aber es ist durchaus besorgniserregend, dass einige Produzenten offen darüber nachdenken, falsches Material wiederzunehmen. Ja, umso wichtiger, ne, kann man da nur sagen, dass wir die Aufrechten sozusagen, die deutschen Großhändler, die solche Praktiken nicht wollen, wir Importeure, die wir solche Praktiken nicht wollen, das ist ja eigentlich wirklich Konsens, dass wir einfach solchen Firmen einfach eine ganz klare Absage erteilen und auch wirklich bewusst machen, nee, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und aber Sie kennen alle diese Mails von den Chinesen, werden Sie auch zuhauf bekommen. Das gibt eben unheimlich viele dort, die es praktizieren, und wir sind glücklich, dass wir mit denen nicht zusammenarbeiten, sondern sehr verlässliche Lieferanten haben. Da profitieren wir, davon profitieren Sie. Und aber man sollte den Markt im Auge behalten, was da drüben passiert. Schade, dass es wieder losgeht, aber Qualität setzt sich durch. Das war's, glaube ich, für heute. Oder nicht, glaube ich, das weiß ich, das war's für heute. Und was mit dem Wetter? Was mit dem Wetter? Ja, das Wetter ist wunderschön, ne? Haben wir schon gestern im Newsletter, oder nicht gestern, wenn Sie das Video sehen, später. Wir haben wunderschön, wie sagt man, Spätsommer, Frühherbst? Spätsommer. Genießen Sie es. Richtig. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.